Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Livestream heute am Montagabend. Es hat ein bisschen gedauert, wir hatten leichte Serverprobleme, aber jetzt läuft der R-Factor 2 Server für das nächste Community-Rennen heute Abend. Formula V auf Imola. Und das Ganze ist Teil des Writer DLC Packs. Und das läuft jetzt zum Glück. Ich glaube, der YouTube-Chat läuft hier noch nicht ganz mit. Nee, so, da läuft er doch. Und da sehen wir auch, wer schon am Start ist. Zum Beispiel Olli, Knipser, CJO, Griva, Sven, Tabasco Tiger, Marbix, Kuno, Smartfan, BS Racing, Andreas Fahner, Duck Eminence, Matrix, nee, Marbix ist schon wieder, Entschuldigung. Und bestimmt noch viele andere und noch viele, viele mehr. Ja, und heute gibt es eine sehr interessante Kombination. Wir fahren die Formula Wii auf Imola, wie gerade schon gesagt. Das habe ich mir letztens in einem Video mal angeschaut, so als tituliert als die schwerste Karre, die man in R-Factor 2 so fahren kann. Und da hat sich doch die Orga direkt gesagt, ja komm, machen wir doch mal Community-Rennen damit. Bombenidee, ich bin gespannt. Ich hoffe, das wird witzig. Ich stelle gerade mal kurz ein paar Sachen ein und dann können wir eigentlich direkt rübergehen in die Session. Da sind wir auch schon. Wheelcam auch am Start. Die können wir aber erst nochmal ausmachen. Ja, und dann warten wir, glaube ich, noch ein bisschen, bis ich alles hier versammelt habe. Machen kurz einen Soundcheck und fahren selber schon mal ein paar Proberunden. Gerade sind 5 Leute drauf. Ich denke, das wird noch ein bisschen mehr im Laufe des Abends. Wenn ihr den Content besitzt und Bock habt mitzufahren, dann fahrt auf jeden Fall mit. Ich gucke gerade mal eben kurz in die Einstellung. Ja gut, den Stabi hinten kannst du natürlich nicht einstellen. Das hätte ich gerne gemacht. Wir können hinten vielleicht die Federung ein bisschen weicher machen und auch die Dämpfer ein bisschen weicher einstellen, weil hinten ist der wirklich, wirklich, wirklich zickig, die Kiste. Das kannst du nicht anders sagen. Ja, 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 ruhig, ruhig, ruhig. Eben gucken, Lenkrad ist schon aus. Sehr gut, dann setzen wir uns bloß noch hier richtig hin und machen Le Spiegle an. So. Soundcheck, Test, 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 Test. Machen wir mal so, das dürfte gut sein. Ja, und dann können wir eigentlich schon losfahren. Ich glaube, es dürfte die... Passwort K muss klein. Oh Gott, habe ich das groß geschrieben und muss es eigentlich klein? Okay, Entschuldigung. Das ändere ich nochmal eben fix im Forum. Sonst gibt es da natürlich Verwirrung. Danke für den Hinweis. Das ist natürlich blöd. Aber ich bin, glaube ich, mit Groß-K draufgekommen. Und ich ändere das mal eben ins kleine K. Weißt du, als ehemaliger Deutschlehrer, ne, da achtest du natürlich direkt auf Groß- und Kleinschreibung. Aber das dürfte jetzt nun auch richtig im Forum stehen. Jawohl. Gut. Ich hoffe, das geht. Ja, und dann würde ich sagen, geht's los. Keine Ahnung, wie schnell wir hier fahren dürfen in der Box. Wir haben keinen Geschwindigkeitsbegrenzer, glaube ich. Headlights nicht verfügbar. Speedlimiter geht's auch nicht. Wie schnell fahren wir denn gerade hier so? 30, ne, ein bisschen schneller kann auf jeden Fall. Ich denke mal so 50 maximal. Welchen Schulabschluss hast du gemacht? Alle! Ne, mittlere Reife und danach Fachabi. Für ein Vollabi hat es leider nicht gereicht. Wo ist denn überall? Ja, im Forum Post und in den Kommentaren. Genau, in der Baumschule. Deswegen bin ich auch so groß geworden. Boah, das Feedback ist noch ein bisschen stark. R-Factor 2 typisch. Muss ich das gleich mal ein bisschen runterregulieren. Sonst reißen mir hier die Arme ab. Von der Baumschule. Stämmiger Kerl. Sehr gut. Eben gucken, ob das hier gerade... Nee, ruckelt nicht, gut.
fühlt sich gerade für mich nur so an. Warum auch immer. Fachabi ist besser als ein Förderschulabschluss, ja, das kann sein. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Leute gibt mit Förderschulabschluss, die eine bessere, vielleicht lukrativere Karriere eingeschlagen haben wie ich. Als ich. Da geht's ja los. Alt genug, Loki. Alt genug, um es besser wissen zu müssen. Können wir Reifendruck einstellen? Da hätte ich vielleicht nochmal nachgucken sollen. Oh Gott. Ich fahre nochmal eben in die Box. Dann sehen wir auch direkt, welche Geschwindigkeit da gefahren werden darf. 100 km/h, oh Gott. Können wir ja fast voll ausfahren hier. Zack, jetzt werden wir eben die neu gejointen 3D-Modelle nachgeladen. Deswegen haben wir kurz Standbild. Tatsächlich, Reifendruck können wir einstellen. Den machen wir einfach mal R-Faktor 2 typisch ganz nach unten. Mal gucken, was passiert. Wenn er zu heiß wird, regeln wir wieder hoch. Bremspedalkraft könnte man nicht auch machen, aber das ist erstmal Wumpe. Denn wir haben auch so die Reifen zum Blockieren bekommen. Einstellung Steuerung. Hier gehen wir mal gepflegt auf 065. Und geh nochmal raus. So, was ist denn so 100 km/h wohl? Dritter Gang und dann 4.500 Touren circa. Da wissen wir das schon mal Bescheid. Ich mache die Anzeige aber gerne auch aus, weil das so ein bisschen authentischer wirkt. Man darf den auch, glaube ich, eh nicht ganz ausdrehen. Weil irgendwann das Drehzahlband keine Leistung mehr hergibt. Aber man hat trotzdem noch irgendwie 300, 400, 500 Umdrehungen bis zum Begrenzer. Jo! Junge, Junge! Ich mach mal die Namen an, wer war's? Sehen wir nicht? Gut. Moin, Sie spielen doch lieber mal Automobilista 2. Wenn du mir das sagst, wo ich das herkriege, Ranting Chinese, dann spiele ich das gerne. Ne, das habe ich gestern schon im Stream erwähnt. Am 28.02. geht von Automobilista 2 die geile Lackierung, ich habe die gleiche, geht da die Beta los. Toi, 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 Duki sagt aber, Grüße gehen raus, danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, du hattest schön Spaß vorhin im ACC-Rennen. Ne, die Automobilista 2 Beta startet erst am 28. Also es gibt jetzt nur das interne Beta-Team, was da irgendwie schon zocken kann. Ja, und schlechte Nachrichten. Ich werde erst zum Release von Automobilista 2, vielleicht ein paar Tage vorher oder so, ich weiß es noch nicht, Videos dazu machen können, weil der Entwickler gesagt hat, ey Leute, macht bitte keine Videos, keine Streams zur Beta-Version. Wir haben da noch so viele Baustellen und wollen nicht, dass der erste Eindruck schlecht aussieht, sodass die Leute abgeschreckt werden. Gebt uns da lieber noch die 3-4 Wochen bis zum Release Zeit, um daran zu arbeiten und es zu polieren so ein bisschen. Und dann können wir da auch gerne Videos zu machen. Ja, man kann sich da einkaufen, aber dann bist du eben in der Beta, die am 28. veröffentlicht wird. Und da bist du halt eben angehalten, keine Videos von zu machen. Kann ich auch voll verstehen. Da sollen sie lieber selber die Videos rausbringen und veröffentlichen, wie sie da zufrieden mit sind. Denn, das haben sie ja schon gemacht, es gibt ja schon das ein oder andere Gameplay von Automobilista 2. Und da haben sich Leute teilweise auf Reddit und auf Race Department und in diversen einschlägigen Foren das Maul zerrissen. Und gesagt, nee, jetzt bin ich enttäuscht.
Wenn das so aussieht, werde ich mir das auf keinen Fall holen. Und dabei ist eigentlich noch alles, was du da siehst, irgendwie Beta und Work in Progress. Und somit gar nicht ausschlaggebend für das finale Produkt. Zumindest nicht in dem Maße, wie die Leute enttäuscht davon waren. Waren auch nicht alle. Aber ich kann da auf jeden Fall den Entwickler verstehen, der da sagt, nee, Leute, lasst es dann lieber noch so lange gut und fertig machen, wie es geht. Automobilista 2 wird ja auch eh ein Langzeitprojekt, also die werden die nächsten 2-3 Jahre daran noch weiterentwickeln, Content dafür produzieren. Also darf man auch da zum Release keine vollständige Version mit allen geplanten Sachen erwarten. Die haben die Videos auch viel zu früh rausgebracht. Ja, finde ich gar nicht mal so. Du musst halt irgendwann anfangen, Leute anzufüttern. Und wenn Leute die ganze Zeit fragen, ey, zeig doch mal, zeig doch mal, zeig doch mal. Und du das dann nicht machst, dann bist du am Ende GTA 3. Ne? Wo seit Jahren angekündigt wird, ja, das Spiel kommt nächstes Jahr raus und es passiert nichts, gefühlt. Deswegen ist es immer sehr schwer, das auszutarieren. Ich habe den Entwickler angeschrieben, den Renato, und gefragt, ey, wie sieht das aus? Ich habe hier den und den YouTube-Kanal. Ich lasse mich gerne auf einen Deal ein, wo ihr sagt, yo, produziert ein Video, zeig uns das erst. Und wenn wir das dann freigeben, darfst du es auch veröffentlichen. Vielleicht kommt dadurch ein bisschen was eher zustande. Aber da wird es auf jeden Fall keine großartige Videoproduktion meiner Seite geben, wenn diese nicht gesagt wird oder dieser zugestimmt wird. Ne, zum Anfüttern muss man was Leckeres bieten und das war's nicht. Ja, aber was erwartest du denn dann? Die haben VR-Videos gezeigt, die haben Regen-Videos gezeigt, die haben KI-Videos gezeigt. Was willst du? Also, mehr wird Automobilista 2 auch nicht zu bieten haben. Es wird keinen Schnee geben wie in Project Cars 2, weil sie das rausnehmen und da eher die realistischen Wetterbedingungen zur Verfügung stellen. Oh Gott. Also da ist dann die Frage, was du erwartest. Gut, rausgedreht. Das Auto ist die Formula V, ein halber Käfer. Sprich, die Technik von einem alten 60er Jahre VW Käfer. Motor, Getriebe, Vorderachs, Fahrwerk. Ja, und da dann so ein bisschen Karosserie drumherum. Sitze, Pedale, Reifen, Lenkrad. Fertig ist die Kiste. Keine Fahrhilfen, keine aerodynamischen Vorteile oder Bauteile, die einen Vorteil bringen. Ja, und das Ding, was hier aus der Box kam, das ist das temporäre Modell, was... Also R-Faktor 2 lädt erstmal dieses Modell, wenn jemand Neues auf die Strecke kommt. Und wenn du gerade auf der Strecke bist, sobald du in die Box gehst, lädt dann das richtige 3D-Modell. Und das soll halt so ein Join-Lag verhindern, dass das Spiel kurz ruckelt, wenn Leute auf den Server kommen. Diese ganzen Ladezeiten werden dann einfach in die Box verfrachtet. Wenn du in der Box bist, dann werden die 3D-Modelle, die Skins und so geladen. Das ist halt nur ein... Modell, was vorübergehend zu sehen ist, wenn du eben auf der Strecke bist und Leute dem Server joinen und dann noch auf die Strecke gehen. Ist ja schlau gelöst, ja an sich schon, allerdings merkst du ja selber, also die Frage kommt eigentlich gefühlt in jedem R-Faktor 2 Livestream. Hä? Wieso fährt denn da eine Zitrone mit? Mit zwei Polygonen? Aber ja, wenn du das System nicht kennst, dann fragst du dich das natürlich auch. Außerdem fragt man sich, wo kommt dieser Dude her eigentlich? Okay. Ich habe schon in meinem Video, was ich dazu gemacht habe, gemerkt, das ist keine Kombination, wo man sich jetzt großartig auf andere Sachen konzentrieren kann. Deswegen gehe ich nochmal eben in die Box, wir laden die Drehmodelle nach und dann machen wir das vielleicht mal besser. Ja.
Ja, sollen wir noch irgendwas am Setup verändern? Ne, wir fahren erstmal. Wie gut ist die Physik von R-Faktor 2 im Vergleich zu ACC? R-Faktor 2 hat den Ruf, die beste und detailreichste Fahrphysik zu haben im Simracing-Genre. Und den Ruf hat R-Faktor 2 schon seit Jahren. Wenn nicht sogar seit einem Jahrzehnt. Ah, ich glaube, so lange ist es noch nicht draußen. Aber schon 5-6 Jahre oder so. Und ich glaube, das wird so nach und nach ein bisschen abgelöst und eingeholt von den anderen Simulationen. Automobilista 1 hat da einen guten Schritt gemacht. Assetto Corsa Competizione haben da einen guten Schritt gemacht. iRacing ist auf einem guten Weg, das zu verbessern. Und auch Race Room mit den letzten Fahrphysik-Updates mit Flatspot und Suspension-Schaden und so ist da wirklich auf einem guten Weg, das Ganze einzuholen. Und R-Faktor 2, um das mal so zu sagen, hat ein sehr komplexes Reifenmodell. Das heißt, der Reifen wird als rund simuliert und jede Stelle des Reifens kann als Contact Patch, wenn du so willst, als Kontaktfläche zur Straße dienen. Während bei Assetto Corsa Competizione das zum Beispiel so ist, dass die ein 5-Kontakt-Reifenmodell haben. Das heißt, der Reifen hat in 3 Dimensionen 5 Kontaktpunkte, die mit der Straße in Verbindung treten. Und dementsprechend sind die Berechnungen, die in ACC für sowas angestellt werden müssen, geringer als die in R-Faktor 2. Jetzt kommt aber das Problem. Das Reifenmodell von R-Faktor 2 ist so kompliziert und so komplex, dass du gar nicht die Daten hast und Daten bekommst, die du brauchst, um das Reifenmodell mit authentischen Daten zu füttern. Zumindest laut Aussage einiger sehr etablierter Modder, wie zum Beispiel McLaren F1-Papa, der mit echten Rennteams zusammengearbeitet hat und auch an Mods für R-Faktor 2 und Assetto Corsa gearbeitet hat, unter anderem auch diesen sehr detailreichen LMP2-Prototyp für Assetto Corsa. Also, ich will nicht sagen, dass die R-Faktor 2-Entwickler da nicht irgendwie in Zusammenarbeit mit diversen Reifenherstellern nicht die richtigen Daten kriegen. Das will ich nicht sagen, das kann ich auch überhaupt nicht einschätzen. Ich kann halt nur sagen, wenn es um Mods geht, hast du als Modder wirklich Probleme, deinen Reifen, der auf dieser 70er-Jahre-Formelkarre, die du jetzt basteln willst, den Reifen umzusetzen, weil dir einfach die Daten fehlen. Du brauchst so viele Daten, um das Reifenmodell zu füttern, dass es sehr schwer ist, diese Daten alle zu kriegen und dadurch ein authentisches Fahrgefühl hinzukriegen. Da ist viel sogenannte Guesswork, also Rumraten anhand von eigener Erfahrung, anhand von Wissen, ist da nötig, um diese Daten eben zu ersetzen, die du sonst nirgendwo kriegst, weil es eben so komplex ist. Und deswegen ist halt die Frage, ob R-Faktor 2 nicht sogar schon zu komplex ist und ob eine Simplifizierung, eine Vereinfachung des Reifmodells und der drumherum liegenden Fahrphysik nicht die bessere Option ist. Und ja, deswegen ist es sehr schwer zu sagen. Du kannst das ausgeklügelste, geilste System haben. Wenn du es aber selber nicht schaffst, irgendwie da den Reifen für richtig zu produzieren, weil dir die Daten fehlen, dann bringt das ganze ausgeklügelte System nichts. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ist mir, glaube ich, so ein simpleres Reifenmodell ein bisschen lieber. Assetto Corsa, beste Beispiel. Du hast so viele Leute, die auf diesen Modding-Zug aufgesprungen sind, dass Assetto Corsa für mich das neue R-Faktor 1 ist. R-Faktor 1 war damals die Basis für alle Mods, für sämtlichen gemoddeten Content, sei es die DRM Revival oder sonstige Geschichten, die einfach für R-Faktor 1 produziert werden, weil es zugänglich war, weil es möglich war für Mods, da akkurate Mods zu produzieren. Und diese Zugänglichkeit fehlt halt leider, glaube ich, in R-Faktor 2. Und deswegen sind viele auf Assetto Corsa 1 umgesprungen. Und deswegen gibt es da auch so viele Mods und so viele Fahrzeuge, die da eben gut gemacht sind. Na, also da kann dieser zu hohe Anspruch, zu viel detailgetreue Reifenmodelle zu bieten, der kann auch da mal nach hinten losgehen. Und ich glaube, das ist nun mal bei R-Faktor 2 passiert. Und daher ist es sehr schwer zu sagen, beziehungsweise ist es daher meiner Meinung nach so, dass mit den ganzen Features, die Assetto Corsa Competizione hat, um auf die Frage einzugehen von vorhin, dass die insgesamt unterm Strich
eine bessere Fahrphysik bieten als R-Faktor 2, weil sie sich ja auch nur auf diese GT3-Klasse konzentrieren müssen. Die GT3-Fahrzeuge in Assetto Corsa Competizione, die fahren alle den gleichen Reifen. Gleiche Mischung, gleiche Dimensionen fast. Da unterscheidet sich nur ein bisschen der Vorderreifen in der Breite, je nachdem, ob du ein Mittelmotorfahrzeug hast, ein Frontmotorfahrzeug hast oder den Porsche mit dem Heckmotor. Das heißt, in Assetto Corsa Competizione gibt es keine Straßenreifen, da gibt es keine Vintage-Reifen von den 70er Jahren, weil sie es einfach nicht repräsentieren müssen, weil die sich eben nur auf diese GT-Klasse konzentrieren. Und dieser Fokus, den sie auf die Serie gelegt haben, der wirkt sich halt eben positiv aus, in dem Sinne, dass sie viel mehr Arbeit ins Detail stecken können. Ich hoffe, es ist ein bisschen klar, was ich meine. Ich will hier keinen Entwickler dissen. Ich glaube, alle Entwickler im Simracing-Bereich stecken sehr viel harte Arbeit in die Fahrphysik, in den Content und in alles drumherum. Und ich glaube auch, wenn wir nur eine Simulation hätten, von allen denen, die es gerade so gibt, stellt euch vor, es gibt nur Race Room. Wären wir, glaube ich, alle krass zufrieden und krass beeindruckt, was Race Room leistet. Stellt euch vor, es gibt nur R-Faktor 2. Wir wären alle zufrieden, alle krass beeindruckt, ich zumindest, was R-Faktor 2 leistet. Und genau das gleiche mit Assetto Corsa und Assetto Corsa Competition. Die sind alle auf so einem hohen Niveau, meiner Meinung nach, dass jedes Meckern da irgendwie, weiß ich nicht. Ich finde, manche Leute meckern da zu viel. Und erwarten zu viel. Und fordern zu viel. Aber vielleicht bin ich auch zu genügsam. Ich hoffe, man kann den Punkt nachvollziehen. Manchmal ist weniger halt mehr. So ist es wirklich. So blöd der Spruch auch manchmal klingen mag. Und es trifft auch garantiert nicht auf alles zu. Sonst könntest du ja auch sagen, ja, Need for Speed macht aber ein ganz simples Reifenmodell. Ist das jetzt automatisch besser? Nee, ist es natürlich nicht. Sobald du aber ein gewisses Level erreicht hast und das haben iRacing, Race Room, R-Faktor 2, Automobilista, Assetto Corsa, Assetto Corsa Competition, die haben ein gewisses Level erreicht. Und ab diesem Level musst du halt wirklich schauen, wo macht es Sinn, noch mehr Detailgrad reinzustecken oder wo tritt man vielleicht eine Stufe zurück und kann somit das, was man hat, eher verfeinern und die Nuancen ein bisschen austarieren, ohne da in die großartige Falle zu tappen, dass man eben zu detailreich wird. Ja, das ist, glaube ich, meine Ansicht. Mein Gott, hat jetzt 5 Minuten gedauert. Ich mache jetzt doch mal diese Anzeige an, damit ihr seht, wo wir sind. 21 Leute schon auf der Strecke. Mega nice. Hätte ich gar nicht gedacht, dass so viele Leute hier Bock haben mitzufahren und auch das Rideser-Pack besitzen. Sehr geil. Außerdem hätte ich nicht gedacht, dass unsere Reifen so kalt sind. Nach wie vor. Formula Wii! So sieht's aus. Luca hat sich heute den Finger gebrochen. Oh Gott, oh Gott. Welchen denn? Ich hoffe, keinen wichtigen. Andererseits gibt's einen unwichtigen Finger. Mein Vater hat immer gesagt, stell dir mal vor, du hast keinen kleinen Finger. Du könntest nicht mal eine Hand Schrauben halten. Der war Maurer übrigens. Du könntest nicht mal eine Hand Schrauben halten. Nur weil der kleine Finger fehlt, der sonst eigentlich unwichtig ist. Mittelfinger natürlich auch sehr, sehr wichtig, um mit anderen Menschen zu kommunizieren. Moin, Cassie! Ja, ich sag ja, so dumm der Spruch auch ist. Oh, nee. Zu früh runtergeschaltet. Mit Schleppmoment durch die Kurve gedriftet. Aber so ist nun mal halt manchmal, ne? Ohne Daumen kannst du auch nichts greifen, genau. Und ohne Daumen kannst du auch keinen Daumen nach oben da lassen auf YouTube. Sonst muss ich ja mal sagen, lass gerne einen kleinen Finger nach oben da. Das ist ja auch Quatsch. Da weiß ja keiner, was Phase ist. Eine Zeitenverbesserung drin. Bastian Peisler ist 18 schneller als wir. Unten rechts seht ihr es. Ich glaube, da könnte noch der Chat drüber liegen. Das muss man gleich mal anpassen. Aber Platz. Na, wo ist die Startziellinie?
Hier, Platz 2, so! Und Crimson Eminence, aka Dark Eminence aus dem Chat, aka Lars, ist mal locker 2 Sekunden schneller. Was zur Hölle macht der Typ? Das ist ja frech, das kann nicht sein. 2 Sekunden, wo soll ich die denn hernehmen? Wie verlief die gestrige Ranking-Jagd? Ja, ganz gut. Erst 2 Rennen irgendwie überraschenderweise gewonnen als Erster. Dadurch uns sehr weit nach vorne gebracht im Ranking. Ja, und dann eher so semi-gut, wie man es erwarten würde. In den folgenden Rennen. Aber insgesamt war es geil. Ich bin sehr froh, dass er Race Room wieder läuft. Wenn man die Reifen schon nicht durchs Warmfahren kriegt. Durchs Fahren warm kriegt. Mein Gott. Dann noch wenigstens durch die Rumschleuderei. Mensch, Ace Pumpkin, dann ruf mal schnell deinen Internetanbieter an. Ein bisschen Zeit hast du noch. Wir haben noch 1 Minute 40 im Training und dann noch ein bisschen Qualifikationszeit. Vielleicht kriegst du das ja noch hin. Weil die Kombi macht echt Laune. Und noch ist ein bisschen Platz. Nee, Elina, so nicht. Ich habe es gerade lang und breit erklärt. So nicht, Elina. Komm hier nicht mit deinem Bot-Getue und wiederhole die Fragen. So nicht. Wenn du nicht zuhören kannst, liebe Damen mit den hotten Videos, join me. Dann, sehe ich nicht ein. Ich habe nichts dagegen, wenn man Fragen wiederholt, aber so nicht. Wenn du Bock hast, von deiner Kamera wegzukommen, von deinen Webcam-Videos und Simracing zu zocken, dann mach das. Aber so nicht, meine Dame. Schreib aber gerne eine PM, dann klären wir das. Meinst du, man kann die Dinger mit dem Controller fahren? Theoretisch kann man alles. Das ist, es gibt Leute, die viel, viel schneller sind als ich und das mit dem Controller in sämtlichen Simulationen. Der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Wenn du nur wirklich willst, dann geht das auch. Aber ob ich es empfehlen würde, ich glaube nicht. Ich habe auch R-Faktor 2, glaube ich, noch nie mit dem Controller gefahren. Also ich kann es wirklich gar nicht beurteilen, wie gut das funktioniert und welche Einstellungsmöglichkeiten man da so hat. Genau, das Ganze gerne unter 4 Augen mit mir klären. Da bin ich bereit, mich auf einen Kaffee mit dir zu treffen. Aber so nicht. Genau, es gibt Leute mit dem Lenkrad, so wie ich auch, und der Knipser auch. Die sind trotzdem lahmarschig, ne? Also, das war ja auch früher so. Früher sind Leute mit einem Röhrenmonitor gefahren, der irgendwie 13 Zoll Größe hat, mit einer Auflösung von 640x480 und mit einem Force-Feedback-Lenkrad, was kein Force-Feedback hat. Und die waren trotzdem schnell. Weil sie sich daran gewöhnt haben. Weil sie so viel Zeit da reingesteckt haben und geübt haben und so ein Feingefühl da entwickelt haben. Also das ist immer sehr schwer, da so eine pauschale Aussage zu treffen. Erst recht, wenn ich nicht weiß, wie gut deine Erfahrungen mit dem Controller sind, wie viel Bock und Zeit du hast. Okay. Ja, 2:17.747, Alter. Lars, ey. Du bist zu schnell. Du bist zu schnell, das geht nicht. Wir können mal eben echt mal kurz gucken, ob wir den... Da, die maximale Pedalkraft nicht einfach mal 10% erhöhen. Und vielleicht sogar... Nee, ist, glaube ich, keine gute Idee. Nach hinten gehen. Nee, das lassen wir lieber. Ja, ich weiß nicht, was man sonst noch einstellen könnte. Vorne vielleicht Stabi ein bisschen weicher, sodass er noch ein bisschen besser einlenkt, aber da müssen wir auch echt aufs Heck aufpassen. Können die Server vorgeben, egal welche Sim, dass nur mit Wheel gefahren werden darf? Nee. Das kann, glaube ich, keine Simulation. Und
Ich glaube, es kann auch nur iRacing sagen, ey, wir wollen hier nur in der Cockpit-Perspektive fahren. Ich glaube, auch das ist durch keine andere Simulation regelbar. Du kannst eher begrenzen, yo, ich möchte keine Stabilisationskontrolle, sondern nur die authentischen Fahrhilfen. Das kann man meistens einstellen. Mach mal einen Tank weicher. Ja, habe ich eigentlich schon. Bisschen weicher geht noch. Da gibt es ein Video von Nils Heusigfeld, wie er mit Tastatur fährt. Was, ey? Okay, das muss ich mir mal reinziehen. Wahrscheinlich auch noch mit den authentischen Eingaben A und Y. Und, also A und Y fürs Gas geben und bremsen. Und Punkt und Komma fürs nach rechts und nach links lenken. Project Cars, nur Cockpit kann eingestellt werden. Was, echt? Okay, das wusste ich nicht. Das ist natürlich nice. Macht in Project Cars 1 auch Sinn, weil da hast du Regen. Und sobald du, wenn es regnet, in die Dashcam, in die Motorhaubenansicht gehst. Entschuldigung. Ja, sobald du auf jeden Fall da in die Motorhaubenansicht gehst, hast du ja gar nicht mehr den Regentropfen, der auf die Windschutzscheibe tropft, der von deiner Oberlippe perlt, sondern den umgehst du natürlich komplett und dann hast du natürlich einen Vorteil gegenüber allen, die in der normalen Cockpitansicht fahren. Ah ja, Chat noch verschieben, genau. Das wollte ich gerade noch machen. Danke für den Tipp. Ah! Ja, kurz in die Corvette reingefahren. So, das ist das hier. Ein bisschen nach oben, wa? So, das sieht doch gut aus. Dann seht ihr da auch alles von dieser Liste hier zum Beispiel. Ja, X-Gamer, da musst du aber für in die Replay gehen. Dann kannst du andere Ansichten auswählen. Und selbst zum Fahren an sich gibt es da, glaube ich, keine anderen Ansichten. Gib Gummi, Minion! Er wartet wahrscheinlich noch, dass die Leute hier vorbeikommen. Sehr löblich. Alles klar, bei ihm. Von links nach rechts und wieder zurück. Ja, es ist eine sehr witzige Karre. Sehr ungriffige Reifen. Altes Fahrwerk. Alte Aufhängungsgeometrie. Keine aerodynamischen Bauteile. Guckt euch das Ding mal an. Komplett nackt. Nur mit so ein paar Karosserieteilen, die dich irgendwie... Ja, die irgendwie den Eindruck vermitteln, dass du ein bisschen geschützt wirst. Kurzer Radstand und dadurch auch dieses fiese Lift-off-Oberstier, wenn er einmal im Überstand drin ist, da bist du weg, da machst du nichts, genauso sagt's der Oliver. Du kannst mit ein bisschen Stabilisierungsgas versuchen, das Heck ein bisschen einzufangen und so, aber irgendwann gehen dir auch da die Möglichkeiten aus. Moin Colt! Die letzten drei Tage viel ACC online auf Public Server gezockt, muss ich sagen, ich war positiv überrascht, dass die meisten doch echt fair fahren. Klar gibt es immer schwarze Schafe, aber die meisten fahren echt fair, waren echt fair. Ich glaube auch, dass ACC in diesem Bereich da einiges richtig macht. Zum einen kannst du einen Server erstellen ohne Safety Rating, da können dann aber nur irgendwie 15, 16 Leute drauf. Du kannst den gar nicht größer einstellen. Wenn du mehr Plätze zur Verfügung stellen willst, musst du das automatisch an eine Safety Rating Grenze koppeln. Also wenn du sagst, ich mache hier
Limit von 60 Safety Rating, dass nur Leute draufkommen, die diese Wertung erreicht haben, dann kannst du dann 25, 26, ich kenne die genauen Werte nicht, kannst du auf jeden Fall mehr Leute zulassen. Und außerdem gibt es da die Track Medals. Das heißt, du weißt, jeder, der auf den Server kommt, hat diese Runde, diese Strecke zumindest schon mal viermal gefahren. Es kommt keiner drauf, der die Strecke nicht vier saubere Runden lang am Stück gefahren ist. Garantiert definitiv nicht, dass der Rennen fahren kann, garantiert nicht, dass der so sauber überholen kann und sich fair verhält und so. Aber du hast zumindest schon mal diesen Prozentsatz an absoluten Neulingen draußen, die die Strecke noch nie gefahren sind. Ich weiß nicht, wie dein Name ist, Luca, tut mir leid. Also es ist schon mal irgendwie so eine Hürde, die es eben den absoluten Crashern, Monster-Server, ich geh mal eben drauf und crashe, die kommen dann erst gar nicht auf den Server. Das filtert schon mal so einen gewissen Prozentsatz raus. Ist natürlich auch nicht das Allerheilmittel, das ist klar. Aber das hilft schon mal, die Lage so ein bisschen zu verbessern. Und ich glaube, diese Einstiegsgrenze hat iRacing so ein bisschen auch alleine durch den Preis. Jetzt nicht unbedingt durch so ein Track-Metal-System, sondern alleine dadurch, dass du irgendwie 5 bis 10 Euro im Monat für die Subscription bezahlst und noch für den Content bezahlst, hast du direkt schon so eine Ernsthaftigkeit in dem Spieler geschaffen, dass der sagt, ey, ich habe jetzt Geld dafür bezahlt, so viel, und ich zahle nächsten Monat wieder. Ich werde jetzt hier nicht anfangen zu crashen, sondern ich bin halt einfach ein bisschen vorsichtiger. Mag für den einen zu teuer sein, für den anderen vollkommen gerechtfertigt, weil er gutes Geld verdient oder so. Aber die Hürde ist auf jeden Fall da, dass nicht jeder Hans und Franz am Gratiswochenende irgendwie da Quatsch macht. Nee, tut mir leid, mit Triple Screens kenne ich mich leider nicht aus. Da kann ich dir überhaupt nicht weiterhelfen, Entschuldigung. Ja, nee, Rulf, die arbeiten ja dran. Da gibt's ja erst die Rank-Server. Die sammeln erstmal schon mal Daten für Race Room. Und der Plan ist, dass man auch da eine Art Matchmaking-System anbietet und somit gleich starke Fahrer tendenziell eher in ein Rennen packt. Junge! Schade. Entschuldigung. Ich dachte, da komme ich noch durch, komme ich aber gar nicht. Warst du schon mal in einem Online-Race so sauer, wenn dich einer gecrashed hat, dass du dich später revanchiert hast? Nein. Oh Gott, wir sind zu schnell. Nee. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Also, dass ich sauer war, klar. Aber diese Revanche danach... Stop-and-go-Penalty. Nee, habe ich noch nie gemacht. Kann ich mich zumindest gerade nicht dran erinnern. Weil in dem Moment, wo du das machst, wirst du Teil des Problems. Dann wirst du Teil von dem, was dich eigentlich aufregt. Und das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Da muss man seinen Stolz halt mal runterschlucken und sagen... Obwohl doch, was ich schon mal gemacht habe, genau. Assetto Corsa Online-Rennen Multiplayer habe ich, glaube ich, mal irgendwie in einer offenen Lobby mit Jepp gezockt. Damals noch. Super, super damals. Und dann haben wir gesehen, dass da einer vor Kurve 1 stand, vor dieser Schikane, der einfach rausgefahren ist von der Schikane, von diesem Parkplatz quasi, und Leute gecrashed hat, wenn die da vorbeigefahren sind. Und dann ist der vorbeigefahren. Oder ist da jemand vorbeigefahren? Er ist rausgefahren, hat ihn gecrashed und hat sich dann wieder zurück auf seinen Parkplatz gestellt und auf den nächsten gewartet. Und dann sind Jepp und ich hingegangen und haben ihn quasi blockiert. Ein Auto vorne, ein Auto rechts von ihm, der konnte also nicht mehr weiterfahren. Und somit haben wir quasi diese restlichen 10 Minuten Qualifikation versucht, irgendwie möglichst angenehm für die anderen zu gestalten. Das ist so die einzige Rache in Anführungszeichen, die ich da genommen habe. Aber ansonsten wirst du einfach nur Teil des Problems. Dann wirst du einfach nur ein weiterer Nerviger, der irgendwen rauscrasht. Die Motivation ist ja egal. Der merkt dann wahrscheinlich auch nicht, dass er das verdient hat. Und der wird da auch keine Lehre draus ziehen. Bei vielen Leuten kannst du einfach nur bannen oder versuchen, über den Chat irgendwas zu regeln und so. Ich bin ja immer der Meinung, dass, wenn man solche Crash-Kiddies trifft, dass man die eher irgendwie im Chat davon überzeugen sollte, das nicht mehr zu machen.
und die somit zu einem Simracer erziehen kann, der zukünftig so einen Scheiß nicht mehr macht. Haben wir schon oft erlebt hier in den Community-Rennen. Dass, weiß nicht, da waren ein paar Crash-Leute dabei. Haben wir gesagt, ey, wäre geil, wenn du nicht mehr mitfährst nächstes Mal. Üb doch erstmal vorher bitte ein bisschen. Und dann haben die geübt und dann sind die nochmal wieder mitgefahren. Und auf einmal waren das gute Fahrer und kompetente Gegner und Leute, die du halt gerne in deinem Feld hast. Könnte ich ein paar Namen nennen, aber das würde ich jetzt auch nicht öffentlich machen, Gibi. Das heißt, wir als Community haben selber in der Hand, wie die Zukunft anderer Leute, wie die Entwicklung anderer Leute aussieht. Jeder entwickelt sich, jeder durchläuft einen Prozess, jeder fängt irgendwo an und landet am Ende irgendwo. Ne? Und das kannst du eben beeinflussen, wenn du da konstruktiv irgendwie entgegenwirken willst. Wenn du nur destruktiv bist und sagst, ey, du bist 13, du hast hier nichts zu suchen, bleib weg, bla bla bla, dann hat er auch keinen Bock mehr, dann crasht er vielleicht nochmal extra und du hast am Ende des Tages nichts gewonnen, außer noch einen extra Wrecker und Crasher, der in öffentlich zugänglichen Lobbys irgendwie da den Leuten das Leben schwer macht und so. Da ist halt auch das Problem beim Simracen. Wenn du wirklich, so wie Neowulf das gerade schreibt, der Wrecker bist, der Crasher bist, der auf den Server kommt und nicht abzucrashen, dann kannst du halt eben, hier sind jetzt 21 Leute drauf, wenn jetzt ein Vollidiot hier draufkommt, der das versucht, dann kann der allen 21 Leuten, die hier drauf sind, das Rennen versauen, indem er sich eben Startziel hinstellt und einfach abräumt. Und das ist halt das Problem beim Simracen. Du hast sehr viel Macht als einzelner Fahrer, vielen Leuten den Abend zu versauen. Man bereitet sich vor, man trainiert, man qualifiziert sich, und dann kommt das Rennen, dann kommt so ein Idiot, der in dich reinfährt. Ich kann voll verstehen, wie frustrierend das ist und so. Aber sobald du da den Frust zurückgeben willst, ihm da den Spiegel zeigen willst und zu sagen, ey, das ist doch scheiße, was du machst, dann ist wie auf der Autobahn. Wenn dir jemand die Vorfahrt nimmt oder wenn dich jemand abschneidet beim Überholen, weil er nicht gesehen hat, wie schnell du rausgekommen bist, dann macht es doch keinen Sinn, sich dann vor ihn zu setzen und eine Notbremse einzuleiten. Der lernt daraus nicht. Das bringt nichts. Das mag vielleicht für dich dann zufriedenstellend sein, aber am Ende des Tages unterm Strich ist es einfach nur gefährdend für sonstige Teilnehmer im Straßenverkehr oder eben in so einem Simracing-Rennen. Und dann hast du halt eben die Wahl. Versau ich jetzt dem einen das Rennen oder allen das Rennen? Das Risiko, dass du allen das Rennen versaust oder möglichst vielen, ist da nun mal sehr groß. Und deswegen seid bitte nicht Teil des Problems. Steht da drüber, atmet einmal kurz durch, stellt euch an den Straßenrand. Und dann ist gut. Heute ist Duxel Redelaut. Ja! Ich hab manchmal Tage, da muss was einfach raus. Es ist auch bei weitem nicht alles richtig, was ich sage. Du kannst dich jeden davon überzeugen, geil zu fahren und so. Es gibt halt manche Idioten, die sind halt einfach Idioten. Aber die hast du nun mal als Simracer, die hast du als Bäcker, die hast du als Polizisten, als Feuerwehrmann, als Krankenschwester. Überall gibt's Idioten. Die hast du als nordrhein-westfälischer Verwaltungsmitarbeiter, der auf einmal in so einer Terrorzelle aktiv ist. Hast du überall. Weißt du, bei der Polizei in der Verwaltung arbeiten und dann eine Terrorgruppe? Egal, ich rieche mich nicht auf. Kann ja jeder mal googeln, irgendwie Minden vor ein paar Tagen. War groß in den Nachrichten. Naja. Auge um Auge sagt schon die Bibel. Ja gut, die hat aber auch irgendwie an 7 Stellen in der Bibel gesagt, dass man keine Shrimps essen darf. Also, scheiß auf die Bibel. Es tut mir leid, ich habe auch vorhin schon zum Feierabend einen Orangensaft getrunken, nennen wir es mal so. Vielleicht bin ich gerade wirklich so ein bisschen in Redelaune und bereit, mich ein bisschen aufzuregen. Also wenn jetzt heute nochmal jemand in den Chat kommt und sagt, ich soll doch bitte den Zweitplatzierten vorbeilassen, weil ich ihn sonst rauscrashe, da vorsichtig. Kommst du aus der Ecke Minden? Nee, aber aus Nordrhein-Westfalen, aus dem Münsterland. Das ist eigentlich auch egal, wo man herkommt. Das ist einfach immer so erschreckend zu sehen. In welcher Ecke da so manche Leute stecken. Sabbelwasser, genau. Vom lauter Sabbeln kriege ich auch schon trocken im Mund. Ich muss gleich mal kurz nachkippen.
Junge, 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 sind wir hier in Finnland oder was? So, jetzt müssen wir aber erstmal in die Box. Und da kriegen wir, glaube ich, gar keine neue Rundenzeit hin. Scheiße. Wir müssen auf jeden Fall die Drive-Thru erstmal. Oder was? Ist Stop-and-Go? Das war eine Stop-and-Go. Och nee. Mit kmh. Ah, oh nein! Das geht doch schon gut los. Na, komm. Jawohl, da ist sie. Orangensaft und Crackpfeife. Nein, das ist natürlich Quatsch. So, ich fahr mal weiter. Ja, ihr merkt auf jeden Fall, Konzentration ist vollkommen vorhanden. Die Trainingsrunde gerade war nur Glück. Ich hoffe, wir haben jetzt noch Zeit, die zu machen. Ansonsten starten wir von Platz 10 ist auch okay. Bruder, was ist los? Aber wohl nicht 619 Zuschauer, oder? Ich meine, das wäre geil. Weil sich dann vielleicht manche Leute denken, ha, ich war vielleicht ein Arschloch in manchen Multiplayer-Rennen. Vielleicht verhalte ich mich doch mal zukünftig anders. Aber ja, das geht eigentlich immer mehr im persönlichen Gespräch. Ich könnte jetzt wirklich Namen nennen, weil ich da schöne Erfahrungen gemacht habe. Aber du willst ja auch keinen in die Pfanne hauen. Nein, Speed Limiter gibt's in diesem Fall nicht. Denn die Karre halt, hat halt einfach nichts an Elektronik. Die hat wahrscheinlich so zwei Kabel nach vorne, zwei nach hinten, um die Instrumente zu betreiben. Und das war's dann auch schon. Keine Fahrhilfen. Kein Pit Limiter. Das musst du alles selber regeln. Postleitzahl, Alter! Was? 618 ist deine Postleitzahl? Ich habe noch einen Kollegen, der hat eine dreistellige Telefonnummer. Das ist auch krass. 592 plus zugehöriger Vorzahl von dem Kaffee, den ich mal gewohnt habe. Yo, yo, yo! Okay, Luca, hau rein! So, ich hoffe, er ist nicht mehr da, ne? Aber Luca zum Beispiel. JKatzig YouTube im Chat. Jedes Mal, in jedem Stream seit gefühlt 2 Monaten, fragt er mich, sag mal, Duki, weißt du eigentlich noch, wie ich richtig heiße? Weil er mir immer mal im Stream seinen Namen gesagt hat. Natürlich ist das nervig. Natürlich könnte ich sagen, ey, jetzt halt doch mal endlich die Klappe. Aber ich kann mir halt gut vorstellen, dass der irgendwie vielleicht noch nicht so alt ist wie wir. Ne? Und vielleicht ja so in die 13, 14, 15 Jahre alt ist. Was bringt denn da jetzt eher was? Wenn ich ihm sage, ab und zu mal, ey, Luca, reicht jetzt auch mit dem Gag? Habe ich ihm vor einer Woche im Stream gesagt. Er meinte auch, ja, okay, dann lasse ich das. Jetzt hat er es jetzt noch nicht wirklich gelassen, aber ich glaube, wenn man ihm das noch ein paar Mal sagt, dann lässt er das auch irgendwann und merkt, okay, war vielleicht nicht so witzig. Oder alternativ gehe ich hin und sage, ey, jetzt reicht's aber, du wirst gebannt. Da könnt ihr euch ja mal überlegen, was da irgendwie mehr bringt. Mag von mir aus ein bisschen zu esoterisch, ein bisschen zu pädagogisch korrekt sein. Aber das ist halt meine Erfahrung, dass sowas mehr bringt. Als, ist 1200 ist eigentlich Bier? Das kann auch sein. Vielleicht verarscht er mich auch noch Streckenfahrten. Nee, aber ich, meiner Erfahrung nach bringt sowas dann halt eben mehr. Als wenn man da jetzt irgendwie drauf rumhackt und versucht dadurch irgendwas zu erreichen. Du weißt ja eh nicht, wer hinter diesen Nicknamen steckt.
Du weißt doch eh nicht, ich meine, Jupp kenne ich jetzt zum Beispiel persönlich. Wir haben uns mal auf der Sim-Expo getroffen, wir haben uns auch beim Kollegen getroffen. Ne, wir quasseln ab und zu so mal, aber theoretisch, wenn ich Jupp nie vorher gesehen hätte, könnte Jupp auch ein 12-Jähriger sein, der einfach noch nicht so die Lebenserfahrung gesammelt hat und sich deswegen so verhält, wie er sich gerade verhält. Gehst du jetzt hin, bist destruktiv und sagst, ey Jupp, halt die Schnauze, sonst klatscht. Oder sagst du, ey, haha, witzig, witzig, haha, aber mach doch lieber mal so. Das bringt auch meiner Meinung nach ein bisschen mehr. 12 mit Bart. Das ist auf jeden Fall der Jupp. Nein, absolut nichts gegen Jupp. Ich hoffe, das war klar. Deeskalation ist das Stichwort. So sieht es doch nämlich aus. Deeskalation und so ein bisschen erzieherische Weisungen geben, ohne da jetzt irgendwie mit dem Finger drauf zu zeigen und so. Weil ich habe auch mit Gran Turismo angefangen. Ihr könnt ja mal überlegen, wie viel Simracing ich gemacht hätte, wenn mir jemand schon bei Gran Turismo gesagt hätte, ey, du bist scheiße, ey, du kannst nichts, hör damit auf und verkauf dein Lenkrad. Manche Leute haben das mega Selbstbewusstsein auch schon mit 15 und sagen, oh, ich scheiß drauf, ich beweise denen jetzt das Gegenteil. Aber ich glaube, viele haben das eben nicht und geben dadurch lieber auf. Und ich möchte eigentlich, dass die Simracing-Szene ein bisschen größer wird und wächst und dadurch mehr Geld in den Markt fließt, mehr Entwickler darauf aufmerksam werden. Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja. Das ist so meine Idee, aber jetzt reicht's auch. Was mir direkt so ein paar Stuki, als wir uns beim Jep getroffen haben. An das Treffen habe ich nämlich auch gerade gedacht. Das kann ich direkt zurückgeben, Jupp. So, es gibt eine Warm-Up. Ich weiß gerade nicht, wie lange das Rennen dauern wird. Wir gucken uns aber mal eben die Zeiten an. Crimson Eminence 2:16.182. Dann Bastian Peisler 2:16.521. Tom Brandt. Hauser, da sind wir. Aber mit 2,8 Sekunden Abstand. War auch keine optimale Runde, muss ich zugeben. Aber trotzdem 2,8 Sekunden. Junge, Junge. Dann Staude, Seebauer, Marius, Jan, Schmitz, Leonard, Murphy, Intrance, Raccoon, Paul, Phil, Hax, MRT, 187, Thorsten Jag, Lazaros, Gabby, Stirol und Smartfan. Und jetzt läuft gerade das Warm-Up. Jetzt würde ich doch schon gerne sehen, wie lange das Rennen jetzt dauert. Ich frage mal eben im Chat, weil ich muss mal eben kurz pinkeln. Und die ganze Wut rauspinkeln, die man sich so reinfrisst in die Blase hier. Während man versucht, diplomatisch neutral zu sein. Okay, aber die ist ja lange her. Ja, ist echt so, ne? Ich hab übrigens wieder in den USA unterwegs gerade. Sechs Runden oder so? Das war, glaube ich, ein bisschen wenig. Runden R1, 25 S2. Geil, wir fahren zwei Rennen. Geil. Bisschen Zeit fürs Warm-Up habe ich auch. Nice. Scheint aber Minuten zu sein. Also können wir hier wirklich schon mal Sprit rausnehmen. Machen wir mal so 8 Runden. Das ist ja auch jetzt egal, ne? Die Karre verbraucht nicht viel, also kannst du da auch ruhig ein bisschen großzügiger reintanken. So, wir gucken mal eben dem Kollegen, Name steht hier nicht zu, doch Tom Brandt. Und dann bin ich sofort wieder da. Bis gleich!
Vielen lieben Dank an den Unimog-Fahrer, der sagt, Spritgeld muss sein. Oder tanken muss sein, vielmehr. Und lässt 1 Euro Spritgeld springen. Vielen lieben Dank. Sehr nett von dir. Der wird gleich direkt umgemünzt in Benzin. So, Handschuhe an und Warm-up nutzen. Und jetzt mal weniger hier ranten und sich über irgendwelche Verhaltensmuster aufregen. Und Rundenzeiten kloppen. Wir bleiben bei diesem Tankinhalt, würde ich sagen. Machen natürlich noch die Wheelcam an, jawohl. Und dann geht's raus, bevor unser Lollipop-Man hier noch einen steifen Arm kriegt. Die Karre ist so wild. Moin Forza Gary, ebenfalls einen schönen Abend. Tag, tag. Ja, Sven, ich wohne halt neben direkt in einer im Keller einer Tankstelle. Ich habe da direkt Zugriff zum Lager. Daher geht das ratzfatz. Ratzfatz. Ich um meinen Tank, ich um meinen Tank. Tanki, Tanki, Tank. Obwohl du bei diesen Reifen wahrscheinlich auch das Holzlied gut anwenden könntest. Genau, Bett neben der Zapfsäule, deswegen träume ich auch so bescheuerte Sachen. Alter, ich habe in der vorletzten Nacht schon wieder so bescheuerte Sachen geträumt. Das mag ich gar nicht erzählen, weil ich gar nicht mehr weiß, was das alles war, aber ich war auf jeden Fall der Held in einem Computerspiel und musste das Ende der Welt retten. Ich wäre am liebsten wieder schlafen gegangen, weil es so spannend war, aber ja, das war mir leider nicht vergönnt. Sockenträume, die zweite. Nee, Socken hatten diesmal nichts damit zu tun. Vielleicht in der Meta-Ebene, das weiß ich nicht. Dafür habe ich nicht lang genug geträumt. Dafür habe ich das Spiel in meinem Kopf nicht lang genug durchgespielt. Das kann nicht sein. Das Ende der Welt retten, habe ich das gesagt? Die Welt vor dem Ende retten, vielleicht so. Nee, nee, das hatte nicht mal was mit OSAF zu tun. Da war ich komplett nüchtern. Aber ich weiß auch nicht, was mein Gehirn da nachts für eine Party feiert ab und zu mal. Pep hat damit auch nichts zu tun, aber womit Pep was zu tun hat, ist die Spende von der Pep-Nase. Was für eine Überleitung. 5 Euro Spritgeldläster liegen hier und sagt, dass die ja nicht im Rennen der Sprit ausgeht. Danke für den Content. Vielen lieben Dank, Pep-Nase. Gerne, gerne. Schön, dass es gefällt. Vielen lieben Dank. Wacht immer auf, wenn es spannend wird. Ja, ist wirklich so. Ist wirklich so. Wahrscheinlich, weil das Gehirn dann denkt, ey, das ist gerade so geil, das kann doch nicht echt sein. Puff, wachst du auf. Ich würde ja gerne auch luzides träumen können. Dass du merkst, dass du im Traum bist. Und deswegen alle Gesetze, die es irgendwie in der Realität so gibt, einfach außer Kraft setzen kannst und sagen kannst, yo, ich bin gerade hier in dieser Storyline, wo ich die Welt retten soll, aber ich fliege lieber mal ein bisschen rum, weil ich das selber entscheide. Kann man erlernen, ja, genau. Aber habe ich bisher noch nicht die Motivation zu gehabt. Da gibt es so ein paar Tricks, irgendwie in echt öfters auf die Uhr schauen und wenn du dann im Traum merkst, da ist eine Uhr, dann guckst du da drauf und dann ändert sich jedes Mal die Zeit, wenn du da drauf guckst. Und dann merkst du im Traum, aha, ich glaube, ich träume gerade. Jetzt könnte ich doch vielleicht mal versuchen zu fliegen. Oder U-Boot zu spielen und den Marianengraben zu erforschen, was auch immer man da vorhat dann. Aber ja, das kann ich nicht. Da wird die Pfanne im Mund verrückt. Steckt mir gleich den Sand in den Kopf.
Strandurlauber kennen das Problem. Ja, aber ist schon witzig, wie viel da auch noch so unerforscht ist. Man weiß ja nicht wirklich genau, was Träume bedeuten oder wodurch Träume hervorgerufen werden und vor allen Dingen auch, was das Bewusstsein an sich überhaupt ist. Da ist man ja auch sich gar nicht so einig, wo das alles herkommt. Und wenn man mal so drüber nachdenkt, hat das menschliche Gehirn sich selber den Namen gegeben, Gehirn und Bewusstsein. Keine Sau weiß, was los ist. Und trotzdem geben wir allem irgendwie einen Namen. Egal, ich höre jetzt auf, wir fahren. Reicht jetzt. Frank Murphy ist am Start hier auf dem Server. Grüße gehen raus. Oh Gott. Matrix Reloaded. Ja, ey, wenn man mal so Elon Musk hört oder andere kluge Köpfe. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht gerade klein, dass wir in einer Simulation leben. Das Universum, wie wir es kennen, ist 13,8 Milliarden Jahre alt. Seit dem Big Bang, seit dem großen Knall. Dennoch haben wir als menschliche Zivilisation irgendwie erst seit 500 Jahren die Wissenschaft ergründet und haben in diesen 500 Jahren schon so viel geschafft. Ich meine, wir sitzen gerade hier in einer fucking Rennsimulation und ich kann mit euch reden. Ohne, dass wir irgendwie per Kabel verbunden sind und so. Wenn ihr dann mal vorstellt, wo unsere Zivilisation in 1000 Jahren, 10.000 Jahren, 100.000 Jahren sein wird. Naja, gut. Platz 4 scheint zumindest unser Startplatz zu sein. Moin, Herr Berlin. Tag, Tag. Ja, die Hupe geht, wir haben's gehört. So, Leute, los geht's. Das war zum Glück kein Fehlstand. Ich habe etwas die Ampel fehlinterpretiert. Nee, Sprit müsste eigentlich reichen, das ist nur ein 15-Minuten-Rennen jetzt. Oh Junge, das war knapp. Zum Glück keine Strafe bekommen. Junge, 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 Junge! Konzentration! Keine Kapriolen, Rüdiger! Genau, es wird Zeit für ein bisschen mehr Konzentriertheit. Grüße an den Jepp, habe ich gerade übrigens auf Toilette weitergeschickt, jupp. Die dürfte er also bald lesen. Ich sag mal, potenziell Grüße zurück, bestimmt. Nee. Machen wir 360 raus. So, gut. Nichts passiert. Oh.
was für Glück, dass da echt nichts passiert ist. Ein Platz verloren, aber okay. Den Seebauer holen wir hoffentlich noch auf. Schon mal direkt vom Paul hier verteidigen. Innen kommt er nicht durch. Ah, guck mal, gerettet. Platz 5 gerettet. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen, genau. Schaden hätte aus sein sollen. Ach Quatsch, ist doch nur 30 oder 40%. Ah, runter vom Rasen. Frisch gemäht, frisch gesät. War nicht fair, Luki, was denn? Ich bin wieder auf die Strecke gekommen. Wir waren ansatzweise wieder auf gleichem Speed. Da kann ich ja wohl verteidigen. Lennart, ich hoffe, du bist nicht runtergegangen. Hier gibt es ja gleich noch ein zweites Rennen nach diesem hier. Was ein bisschen länger auch dauert. Also was auch immer du da für Probleme hattest. Ich hoffe, du fährst gleich nochmal mit. Hätte ich ja echt vorbeilassen sollen, was wirklich? Ich meine, er kann ja kommen, wenn er was will. Geschwindigkeitsüberschuss geblockt. Ja, ne, wieso? Er war doch außen und sogar schneller als ich. Der hat doch dann viel früher gebremst und dadurch konnte ich doch wieder meine Position ergattern oder beziehungsweise behalten. Also, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Da hätte ich mich auch selber nicht drüber aufgeregt, glaube ich, wenn mir das passiert wäre. Da, diese gelben, die müssen wir echt ignorieren. Die dürfen wir, also da dürfen wir nicht drüber fahren. Das tut zu sehr weh. Tut so weh! Ah. Nein, Dennis, du brauchst für R-Faktor 2 kein Abo mehr. Das war früher noch so, als das von ISI Simulations entwickelt wurde. Seitdem Studio 397 angelehnt an die damals gefahrene Zahl der Formel der Le Mans-Runden, glaube ich. Naja, seitdem auf jeden Fall dieses Entwicklerstudio R-Faktor 2 übernommen hat, brauchst du kein Abo mehr, keine All-Type-Subscription oder Gold-Membership, um hier mitzufahren. Na gut, Lichthupe geben ist bei diesem Karren natürlich ein bisschen schwierig. Da musst du schon eine Taschenlampe in der Hose haben. Sag mal, ist das eine Taschenlampe in deiner Hose oder freust du dich nur, um mich zu sehen? ist die gefahrene Höchstgeschwindigkeit. Nee, ich glaube, das hat mit den Runden zu tun, die in dem Jahr in Le Mans gefahren wurden, in der sich dann das Entwicklerstudio zusammengefunden hat. Aber kann ich auch falsch liegen, ich kenne mich ja nicht aus mit echtem Motorsport. Wenn es leuchtet, ist es eine Lampe. Sei du bist E.T. Moin Ingo! Seebauer ist fällig, ja, ich versuch's. Peisler und Brandt und Crimson Eminence sind eh schon so weit vorne weg. Die müssen schon Fehler bauen, damit ich da noch dran komme.
Okay, ich habe die Hupe auf jeden Fall nicht belegt. Sonst hätte ich jetzt gehupt. Aus Mangel an Flashlights. Oh Gott. Ja, hier kommen wir mal besser raus. Oh Gott. Blockierende Reifen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zu viel gewollt, zu wenig gekonnt. Ja, den hat er zu Recht wieder. Zum Glück gab es keinen Kontakt. Wo ist das denn, der Brand? Tom Brand steht in der Brandung. Außerhalb der Strecke. Platz 4 und somit Platz 3. In Aussicht, Podiumsplatz, wenn wir hier den Seebauer noch kriegen. Peißler auch gerade langsam, da gibt es noch gerade richtig Zeit. Jetzt heißt es nur, vorne bleiben und vielleicht den Peißler noch angreifen. Der Crimson Eminence, aka Dark Eminence hier im Chat, wurde auch Lars genannt. Der ist einfach zu schnell. Der ist 2 Sekunden schneller pro Runde als ich. Ich weiß nicht, wo er die rausholt. Hätten wir vorhin im Warm-up mal zuschauen sollen. 5 Minuten noch übrig. Endspurt hier von Rennen 1. Denkt dran, wir fahren gleich noch ein zweites Rennen, was 10 Minuten länger dauert, also 25 Minuten. Das ist jetzt nur eine Viertelstunde Spaß-Action. Da kommt gleich noch ein längeres Rennen. Tag, Mars! Die über die Ziellinie. Ja, wird schwer. Da muss ich schon den Rasen mitnehmen, weil wir haben, glaube ich, keine Handbremse. Ich kann es dir nicht versprechen. Ich sag mal so, erwarte nicht zu viel. Dann bist du auch nicht enttäuscht. Junge, Junge! Boah! Oh, stimmt. Brand kommt. Der ist an Seebauer vorbeigezogen und hat jetzt hier die dicke Mission aufzuholen. Reiftemperatur 100 Grad. Nee, leider nicht. Das wäre schön. Ich komme überhaupt nicht ins Temperaturfenster der Reifen.
Okay, Bastian Peißler. Hatte da wohl Probleme? Oder hat er absichtlich gewartet? Ich weiß es nicht. Verbrannt! Habt ihr den Rückspiegel gesehen? Der hat sich rausgedreht. Oh nee! Tag, Adi! Letzte Minute, das heißt vermutlich letzte Runde hier. In Rennen Nummer 1 heute Abend. Verbrannt. Tüte! Ja, das ist auch so ein Auto, wo ich gerne mal in echt mitfahren würde. Es besteht ja prinzipiell irgendwann mal theoretisch die Möglichkeit, dass irgendein Autohersteller sagt, ey, fahr doch mal eine Runde in unserem Rennwagen. Ne, durch diese ganze YouTube-Geschichte und je höher die Reichweite, desto geilere Angebote kriegst du ja auch. Und ich glaube, ich würde vieles ablehnen. Einfach, weil ich gar nicht so das Interesse daran habe. Aber so eine alte Schäse mit so Ballonreifen und einem weichen Fahrwerk, wo man sich reinlegen kann und das ausprobieren kann, da hätte ich richtig Bock drauf. Und wenn ich jetzt so gerade drüber nachdenke, ich glaube, ich würde kein Fahrangebot ablehnen. Was müsste da kommen, dass man das ablehnt? Formel 1? Ich weiß nicht. Oh Gott, Gott, Gott. Vorsichtig. Nee, 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 nee. Formel 1 ablehnen? Ja, wahrscheinlich auch nicht. Wenn jetzt irgendein Formel 1-Team sagen würde, ey, du bist so bekloppt, hier fahr mal, dann würde ich natürlich ja sagen. Ich würde wahrscheinlich eher so 20 Kilo abnehmen müssen, um überhaupt da reinzupassen. Aber ich sag mal, um das Potenzial und den Grenzbereich von der Karre auszuloten, da ist sowas natürlich viel besser geeignet als ein Formel-1-Auto, wo du einfach komplett überfordert bist mit allem. Wieder beschleunigt, wieder bremst, wieder einlenkt, Aerodynamik, dies, das. Zu schwere Knochen. Ja, also ich sag mal, solange ich da reinpasse, kann ich mit dem Gewichtsüberschuss, den ich mitbringe, kann ich damit umgehen. Dann weiß ich, warum ich langsam bin und so, das ist mir schon klar. Aber es wäre halt echt peinlich, wenn ich so ein Formel-1-Team einlädt und du passt nicht mehr in die Karre. Die haben sich alle mit 10 Mann vorbereitet und du sitzt da, ja gut, weiter komme ich halt nicht rein. Das müssen wir leider heute abbrechen. Das wäre natürlich extrem scheiße. So, Rennen 1 als Dritter hier beendet. Rennen 2 folgt hier nach direkt. Können wir eben ein bisschen driften. Wie normales würden die Reifen von der F1-Karre nicht mal richtig warm. Ja, genau. Das ist so ein... Also, wenn du da irgendwie in den Grenzbereich kommst, dann müssen vorher so viele Faktoren stimmen. Und da sehe ich mich halt überhaupt nicht. Ne? Du kannst da mal gucken, oh, das beschleunigt aber krass. Oh, das bremst aber krass. Aber bis du wirklich in den Operationsbereich der Reifen kommst und so, da ist so viel... So viel erforderlich. Das werde ich niemals erleben, wie es da sein muss, irgendwie... Formel-1-Auto richtig zu testen. Deswegen ist das überhaupt nicht in meiner Vorstellung. Kopf guckt über den Rollbügel. Was Halo ist mir doch egal. Dann guck ich doch drüber. Und wenn da so ein Reifen entgegenkommt, dann mache ich so. Gar kein Problem.
Duki steigt ein. Fump. Beim Aussteigen plöpp. Ach ja, ihr seid bescheuert. Okay, Rennen 2 steht an. Erstmal noch ein kleines Warm-up. Jetzt müssen wir für Rennen 2, das waren ja gerade so die Rundenzeiten, 2:18, ne? Rennen 2 dauert 25 Minuten. Bei 2 Rundenzeiten sind das 12,5 Runden. Ja, also kommen wir mit 13 Liter auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall. Tag Tisch, moin moin. Grüße gehen raus. TDI tiefer durch Insassen. Wow. Ja, bleibt dran. Rennen 2 kommt sofort. Wir machen Warm-up. Komm, wir starten direkt im zweiten Gang. Mal gucken, was passiert. Naja. Es ist echt nicht die leichteste Karre, um hier so quer zu fahren und so witzige Burnout-Geschichten zu machen, weil die ein offenes Differential hat, soweit ich weiß. Das heißt, es dreht eigentlich nur das kurveninnere Rad durch, weil da eben keine mechanische Sperre vorhanden ist, die gleichzeitig auch Kraft zum zweiten Rad, zum zweiten Hinterrad rausschickt. Deswegen kannst du zwar hier so driften und so, aber das liegt oft halt mehr an der Gewichtsverlagerung, an der Fahrwerksgeometrie und nicht unbedingt am Antriebsstrang. Oh, danke schön. Nehme ich. Na hier, leichter Scandinavian Flick. Und schon geht er da mit quietschenden Reifen rum. Ja, und dieses Lift-off-Oversteer übersteuern, wenn man vom Gas geht, auch sehr ausgeprägt. Stellt euch vor, du gehst vom Gas, das Gewicht des Fahrzeugs verlagert sich dadurch ein bisschen nach vorne. Schon haben die Hinterreifen weniger Grip und du machst solche Geschichten hier. Kombiniert das Ganze noch mit dem kurzen Radstand dieser, Karre und schon wird's witzig. Vorteil, du könntest Reifen selber wechseln, ohne auszusteigen. Ja, das stimmt allerdings. Das ist wie dieser Rekordversuch, wo sie lange wie möglich auf 2 Reifen fahren wollen und einfach mal, während das Auto auf 2 Reifen fährt, so schräg, um irgendwie so einen Rundkurs, nebenbei getankt haben, die Reifen gewechselt haben, gar kein Problem. Alles gemacht. Ja, hier wird gerade dafür gesorgt im Hintergrund von den Organisatoren, dass die umgedrehte Startreihenfolge möglich ist. Das heißt, der Lars, der Crimson Eminence, der gerade auf 1 ins Ziel gekommen ist, wird jetzt vermutlich als 10. starten. Ich als Position 3 werde jetzt die neue Startposition 7 haben. Und somit, glaube ich, fast schon da starten, wo wir vorhin gestartet sind. Ne, da waren wir 4., glaube ich, ne? Ich würde gerne mal im Skip Barber fahren, sagt Gauser. Ja, genau, sowas wäre auch mein. Ich hätte auch Bock auf so einen Lotus 49. Wenn du nicht gerade auf der Nordschleife unterwegs sein musst und irgendwie Auslaufzonen hast und so, ich hätte richtig Bock auf so einen Lotus 49. Wenn Formel 1, dann sowas in der Richtung. Wo Aerodynamik eigentlich noch scheißegal ist, wo du Ballonreifen hast, ein Fahrwerk, was viel Federweg hat und nicht so steif ist und so. Die Karre wird mich wahrscheinlich komplett überfordern. Ich würde nicht ansatzweise in den Grenzbereich kommen. Aber allein dieses leichte Übersteuern abfangen, was man so aus Simulationen kennt. Wenn man das mal irgendwie für eine Kurve auch mal hinkriegen würde, wäre ich, glaube ich, schon glücklich mit allem. Schnell in so einer Karre zu sein, ist dann natürlich wieder eine ganz andere Geschichte und das erfordert einen ganz anderen Skill.
Da will ich definitiv nicht behaupten, dass ich da irgendwie rankäme, aber das ist so ein Auto, das könntest du, wenn es um Formelwagen geht, schon leichter in den Grenzbereich kriegen. Tag, Mike! Oder auch, was mir jetzt gerade mal so einfällt, diese alten Stockcars von Automobilista. Sowas wäre geil. 180 PS, Heckantrieb, leichte Kiste, schlechte Reifen, alte Fahrwerksgeometrie und so. Das wäre geil. Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber auch nur, weil ich das aus der Simulation kenne, dass es recht einfach ist, in Anführungszeichen, da irgendwie so ein Übersteuern abzufangen und da in den Grenzbereich zu kommen. Es kann auch sein, dass das im echten Leben mich komplett überfordert und ich da irgendwie meine Erwartungen überschätze und so. Alter, Golf oder Passat? Ja, nee. Solche Karren fährst du ja eher schon im echten Leben. Dann schon eher irgendwie BMW, so ein Alter, wo man einen Heckantrieb hat und so ein bisschen auf der Rennstrecke rumspielen kann. Ich möchte halt echt wissen, mal irgendwie, ob ich nicht nur in der Sim driften kann und so Heckschleuderkarren abfangen kann, sondern auch in echt. Das würde mich echt interessieren. Und deswegen werde ich da, glaube ich, auch mal in Zukunft so einen Drifttag bei irgendeiner... Es gibt hier in der Ecke eigentlich so einen Driftparkplatz, sag ich mal, wo man es ausprobieren kann. Wenn mir da irgendwie das richtige Auto zur Verfügung stellt. Da hätte ich auch schon Bock drauf. Müssen wir mal gucken, ob wir da im Jahr 2020 so ein bisschen was geregelt kriegen. Prinzipiell muss ich aber auch sagen, wenn ich so Driftautos sehe und irgendwelche Drift-Events im Real Life, mir tun da schon sehr oft die Autos sehr, sehr leid. Das ist so schon für das ganze Material und so belastend genug, auch so ein Start von 0 auf 100 mit Kupplung flitschen lassen und so. Das ist so eine Belastung für die Antriebsstränge, für die Reifenaufnahmen und so. Da tun mir die Autos manchmal ein bisschen leid und es kommt mir immer so ein bisschen vor wie Verschwendung. Absichtliche Zerstörung. Deswegen bin ich da auch im Real Life gar nicht so erpicht darauf, irgendwie jetzt die absolute Driftkarre zu fahren. Und das dann irgendwie im Straßenverkehr auszuprobieren. Da bin ich eher vernünftig eingestellt. Wissen ja vielleicht auch manche, ich habe Zivi gemacht, deswegen bin ich eben im öffentlichen Straßenverkehr so bedacht, dass ich passiv fahre, um meine potenziellen Beifahrer ein schön ruhiges Fahrerlebnis beschere. Weil wenn du mal irgendwie so ein halbes, dreiviertel Jahr so einen kleinen Bulli gefahren bist mit drei Rollstuhlfahrern hinten drin, da hörst du auf zu heizen. Da bist du ein ganz anderer Teil des Straßenverkehrs. Und das hat sich so ein bisschen irgendwie bei mir eingebrannt. Kommst du mal am Wochenende zu mir, da kannst du mal mit dem Lotus Exige V6 430 Cup auf der Rennstrecke. Haha, sagt der Doktor. Ey, da wäre ich voll dabei. Ich habe so ein paar Videos gesehen von so einem aufgerüsteten Rennstrecken-Lotus. Das muss ich so geil fahren lassen. Der hat da auch Semislicks drauf und so, also sehr direkt und sehr schnell, was ich ja überhaupt nicht gewohnt bin. Aber das sah so spaßig, so geil aus. Ja, bin ich dabei. Komm ich mal rum Wochenende, wenn du nicht gerade in Bayern wohnst. Und das jetzt kein Spaßangebot gewesen sein soll. Und ich nicht zu fett für deine Schalensitze bin. Dann können wir, wenn diese Bedingungen alle eintreffen, kann man das gerne mal in die Wege leiten. Nee, Basel, ja gut. Ich wohne in Nordrhein-Westfalen. Das ist vielleicht ein bisschen zu umständlich. Trotzdem danke fürs Angebot. Wurde mal nach Schweden eingeladen. Ja gut, das war aber fürs 2015er Need for Speed. Und das auch nur, weil der Lukas LPM05 mich da mitgenommen hat, sozusagen. Die hat noch irgendwie Platz frei für einen deutschen YouTuber. Und da hatte ich irgendwie gerade 5000 Abonnenten oder so. Hat er gesagt, ja hier, der vielleicht. Und dann haben sie mich mitgenommen und eingeladen. 2 Tage Göteborg. Mit Abendessen in einem
5-Sterne-Restaurant mit den Entwicklern und so. Absolut geile Erfahrung. Aber am Ende des Tages hätte ich dann da die ganze Zeit irgendwie Trailer-Analysen und sonstige Promo-Geschichten für Need for Speed machen müssen. Und das habe ich auf dem Kanal einfach nicht gesehen. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht und deswegen wurde ich da in Zukunft auch jetzt, also ne, in vergangener Zukunft nicht mehr eingeladen. Mittlerweile gibt es das Studio ja eh nicht mehr, das wird jetzt aufgelöst. Zumindest kam so die Nachricht von der Woche. Ghost Games in Göteborg ist nicht mehr vorhanden. Ich glaube, es waren 5000 Abonnenten, 5 oder 6000. Also das war ein absoluter Glücksgriff, das irgendwie mal erlebt zu haben. Auf Kosten Fremder durch Europa zu reisen und da irgendwie geiles Rindertatar zu essen in so einem absoluten Sterneladen. Vor allen Dingen alle sprechen Englisch. So als gemeinsame Sprache. Lukas und ich die einzigen, die Deutsch gesprochen haben. Und haben uns schön immer auf Deutsch unterhalten, ohne dass die anderen was mitgekriegt haben. Naja, so. Ich nehme mal 16 Liter mit. Reicht für 19 Runden, das reicht auf jeden Fall. Platz 8, unsere Startplatzierung. Map, map. So, los geht's. Diesmal kein falscher Frühstart. Da hat auf jeden Fall jemand verpennt. Wie die Karre vibriert auf diesen hammerharten Curbs. Guck mal! Platz 4! Okay! Bisschen zu wenig Zwischengas gegeben. Schleppmoment. Lässt grüßen. Kommt mal zum Glück noch fangen. Oh Gott, Idiot. Guck doch nicht in den Chat im falschen Moment. Ach. Ja, ich habe im Chat geguckt. Entschuldigung. Ich weiß nicht, wer das Angebot geschrieben hat. Swiss. Mit der Motion-Plattform. Das musste ich mir eben durchlesen, aber es war der falsche Moment. Ah. Aber gut, Karre fährt noch geradeaus. Platz 7 ist also noch alles drin. Ja, und Motion-Rigs bin ich echt nicht so der Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Die ich ausprobiert habe auf der Sim-Expo, das war immer so eine Reizüberflutung, dass ich den Mehrwert davon überhaupt nicht gespürt habe. Das war eher mal so eine extra Ablenkung, wo man sich erstmal stundenlang dran gewöhnen müsste, in meinem Fall. Daher, ja, da sehe ich den Mehrwert überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Ich habe in so einem 50.000-Euro-Teil gesessen mit iRacing. Ich habe in so einem 20.000-Teil gesessen mit R-Faktor. In einem etwas günstigeren, in Assetto Corsa und so. Und es war überall immer diese gleiche Sensation, dass diese Bewegung einfach zu krass war und nicht wirklich zum Spiel gepasst hat. Ich war immer überfordert, überwältigt. Ist nur am Anfang so, aber dann. Kann sein. Auf der Sim-Expo hast du ja auch nicht immer die Zeit, das irgendwie stundenlang auszuprobieren, sondern musst da wirklich gucken, dass du da mal so reinschnupperst und da ist der Nächste dran und so.
War das denn bitte? Ja, Mann! Was steht denn diese Woche noch so an? Ich habe ein Video in der Pipeline, was ich nachher noch fertig schneiden muss. Da kommt es vielleicht morgen raus. Wo wir uns Laguna Seca in der Seto Corsa Competition anschauen. Hier mit schönen Cinematics und Replay-Aufnahmen und so. Vielleicht werde ich Mittwoch Competition-Rennen fahren in der Seto Corsa Competizione. Da hat der Ray nämlich gesagt, vielleicht ist er da auch dabei. Das wäre eine geile Kombination. Hoppala. Ja, und am Wochenende ist eigentlich der nächste Stream, muss My Summer Car werden. Der steht schon wieder viel zu lange aus. Am Wochenende immer so ein bisschen schwer zu sagen, ob ich das hinkriege oder nicht. Aber wenn wir am Wochenende streamen, dann wird's bei Samaka. Tag, Kasicke! Ja, vor lauter Hupen nicht bremsen können, aber da zieh ich doch vorbei. Platz 4. Oh genau, gut, dass du das sagst. Am Donnerstag oder Freitag kann auch sehr, sehr wahrscheinlich der Kollege, mit dem ich dann den Rechner umbauen werde. Und wenn da nicht alles schief geht, haben wir am Wochenende endlich die neue Grafikkarte drin. Und dann können wir My Summer Car in 1440p streamen. Wow! Mit 60 FPS. Nee, die neue Formula von Racing Studio habe ich noch nicht getestet. Steht aber auch auf der Liste. Oh, Junge. Ja, da hätte ich auch nicht in den zweiten gehen sollen. Absoluter Fehler meinerseits. Tag, Bolinho, du Ex-Chinese. Gerade richtig wieder nach Hause gekommen, bevor der Coronavirus richtig zugeschlagen hat. Kontakt! Tag, BMG, nee, BMG. Ja, ey, die Kiste müssen wir unbedingt mal als Hotlap irgendwie auf die Nordschleife packen oder so. Die ist so witzig. Guck, nein! Oh. Ich wollte gerade sagen, dass man so viel falsch machen kann, aber ich wollte das doch nicht visuell demonstrieren. Oh, nee. Oh, Mann. Unnötig. Platz 10. Neustart, Neustart. Ach, scheiße. Wieso kommt kein BeamNG-Content mehr? Gab's doch letztes Loch die
Rockcrawler-Geschichte. Aber ja, da steht auch noch einiges aus, was ich danach zu holen habe. Sobald ich dazu komme, werde ich das auch machen. Ach, das ärgert mich. Moin, Hightower. In den Höhe stellen sollen. Ja, da habe ich gar nicht nachgeguckt. Ich habe nur ein bisschen Fahrwerkweicher gemacht. Und das war's dann auch schon. Arbeitest du eigentlich, Duki? Leider ja. Leider ja. Deswegen gibst du Zeit auch nur so sporadisch Videos und Livestreams. Man kann eigentlich immer so die Daumenregel, wenn ich abends einen Livestream mache, habe ich deswegen keine Zeit, um an einem neuen Video zu arbeiten. Und dann kommt meistens am nächsten Tag auch kein neues Video. Obwohl ich, glaube ich, immer noch in der Kanalbeschreibung drinstehen habe. Ja, jeden Tag 14 Uhr Video. Mhm. Von wegen, du Laberkopf. Sollte ich mal ändern. Ich habe meistens eine Mittagspause von 1,5 Stunden circa, die ich auch gut nutzen kann, weil ich es nicht weit von der Arbeit nach Hause habe. Ne, ich fliege dann einfach mit meinem Heißluftballon darüber und springe mit dem Fallschirm ab. Dann bin ich in ein paar Minuten zu Hause. Nee, aber das reicht dann oftmals trotzdem nicht, um da irgendwie ein Video aufzunehmen, fertig zu bearbeiten oder so. Tag, Kai! Ja, deswegen, ich mach mir da auch gar keinen Stress, ne? Also, es ist zwar immer blöd, wenn ich Leute im Livestream vertrösten muss, auch jetzt was Grafikkarte und so angeht, das hätte ich alles viel, viel schneller regeln können, aber ich, da will ich mir dann Zeit für nehmen, so. Ich kann alleine halt keinen Computer zusammenbauen, könnte ich vielleicht schon, aber dann will ich, dass jemand drüber guckt. Ich kann nicht aus dem Knie herausbrechen, dass ich irgendwie dann einen MySummerCar-Livestream mache und so. Oder auch, dass ich jetzt die Assetto Corsa Competizione oder DLC, die Strecken, die hätten eigentlich innerhalb der ersten 4 Tage nach Release rauskommen sollen, ne? Wenn du wirklich jetzt auf YouTube-Klickzahlen und so achtest. Aber das kann ich halt zurzeit einfach nicht. Und deswegen mache ich das dann auch einfach nicht. Weil sonst kommt dann echte Social Life, kommt zu kurz. Oder du schläfst zu wenig. Oder die Videos werden halt scheiße. Und dafür ist mir das, was wir hier so aufgebaut haben, einfach zu schade. Da sage ich lieber, okay, mach ein bisschen Pause. Mach ein bisschen Piano. Achten auf jeden Fall, dass die Qualität stimmt. Und dann können wir weiter gucken. Ich bin froh, wenn ich einen Schnitzel in der Pause verdrückt bekomme. Ja, ey, manchmal wäre mir das auch lieber. Weil so, ich muss ja trotzdem meine 8 Stunden am Tag machen. Das heißt, wenn da die 1,5 Stunden Pause zwischenliegen und ich nicht mal nach Hause gehen könnte, bist du 9,5 mit Arbeitsweg, was weiß ich, irgendwie 10 Stunden auf Arbeit. Hast aber trotzdem nur deine effektiven 8 Stunden, die du arbeiten kannst. Und das ist halt auch dann blöd. Ist jetzt bei mir ein bisschen besser, aber trotzdem nicht immer optimal. So, dass ich alles so zeitlich hinkriege, wie es eigentlich geil wäre. Genau, was, nur 8 Stunden? Ja, das kommt ja auch dazu. Hier und da nochmal eine Überstunde und schon kommst du abends nicht mehr zum Streamen, weil du erst um 8 Uhr zu Hause bist, noch den Haushalt schmeißen musst, dir was Essen reinziehen und schon ist 9:30 Uhr. Ab wann das YouTube-Ding Volltime? Boah, ich glaube im Simracing-Bereich meinerseits auf Deutsch gar nicht. Ich glaube echt gar nicht. Der Gamer-Muscle macht es Fulltime. Schon seit einem Jahr oder 1,5 Jahren oder so. Und da frage ich mich auch, wie er das macht. Wenn du mal guckst, was da so an Kosten anfallen für eine private Krankenversicherung. Die Steuern, die du bezahlen musst. Da verstehe ich echt nicht, wie er das macht. Vielleicht sind da im United Kingdom in England die Sätze ein bisschen anders und so. Und da müsste ich vielleicht hingehen, irgendwie ein Patreon-Konto einrichten, wo ich euch dann anbetteln muss. Bitte Leute, lasst doch 2 Euro im Monat da. Wenn das dann irgendwie 600 Leute machen, 800 Leute machen, dann kommt man da vielleicht irgendwie über die Runden. Aber
über die Runden kommen alleine ist ja auch nicht das Gelbe vom Ei. Da machst du dir jeden Monat Stress. Wie soll ich jetzt in den nächsten 2 Monaten die Miete bezahlen, weil du einfach noch nicht weißt, ob genug Geld reinkommen ist? Und, ne, also, das ist mir zu unsicher, ganz ehrlich. Musst du pennen in der Pause und nachts länger machen, so mach ich's jedenfalls. Ja, genau auf sowas hätte ich zum Beispiel keinen Bock. Das zerstört dann irgendwann deinen Rhythmus so, dann schläfst du am Tag vielleicht 1,5 Stunden in der Mittagspause, kriegst da so einen halbherzigen Schlaf, wo du dich so ein bisschen erholen kannst. Und dann hast du nachts irgendwie 5,5 Stunden, wo du pennen kannst, bevor du wieder aufstehen musst und so. Ich träume ja jetzt schon viel Scheiße. Was meinst du, was da passiert? Und ab dem Zeitpunkt, wo du es dann auch Vollgas machst und Fulltime, dann wird es ja auch Pflicht. Da kannst du ja nicht mal sagen, ja okay, ich nehme jetzt den Samstag mal irgendwie raus und mach was mit Kollegen. Sondern du musst sagen, nee, Leute, ich muss livestreamen, sonst kriege ich meine Kohle nicht zusammen und so. Und dann kann es auch ganz schnell passieren, dass dir dieser ganze Quatsch hier keinen Bock mehr macht, dass ich auf einmal keinen Bock mehr auf Simracing habe. Und dann zwingst du dich dazu, hier den Scheiß zu machen. Und ab dem Punkt kannst du auch arbeiten gehen, kannst dich auch zwingen, irgendwie einen Job zu machen, den du nicht unbedingt gerne machst. Ist halt Arbeit als Selbstständiger, ganz genau. Und da ist es manchmal echt angenehmer, nicht selbstständig zu sein und zu sagen, okay, ich komme nach Hause, ich habe Feierabend und ich lasse die Arbeit bei der Arbeit, da wo sie hingehört, muss mich da zu Hause nicht mehr drum kümmern, sondern kann mich einfach nur diesem Hobby hier widmen, hab vielleicht einen leichten Zugewinn dazu und einen kleinen Bonus am Ende des Monats, aber eben auch gleichzeitig noch die Freiheit, mir da eben solche Pausen zu gönnen und Freiheiten einzurichten oder so. Ey, vor 1,5 Monaten, ich hatte 2,5 Wochen kein Internet, 3 Wochen kein Internet. Was meinst du, was da los gewesen wäre, wenn ich darauf angewiesen wäre, darüber meine Miete bezahlen zu müssen? Weißt du? Wahrscheinlich kannst du dann hingehen und sagen, ja Leute, ihr habt mir gerade, ihr habt gerade meiner Arbeitsfähigkeit beraubt, ich klage das Geld ein und so. Aber dann brauchst du auch wieder Anwaltskosten, Gerichtskosten, es dauert Jahre, bis du die Kohle wiederkriegst. Für den nächsten Monat ist es keine Option, da irgendwie Geld abzugreifen von denen. Weißt du, was ich meine? Hast aber auch viel Support beim Provider. Ja, kann auch sein, aber ich zahle jetzt für diese Glasfaserleitung, die ich habe. Das ist eine 300er Download, wurde jetzt abgegradet, kostenlos, glücklicherweise. 300er Download, 150 MB im Upload. Da zahle ich 50 Euro für. Eine Betriebsleitung, da will die Glasfaser direkt schon 250 Euro für haben. Vielleicht sogar noch mehr, weil du dann noch die Fritzbox kaufen musst und hier, das ist toll und das ist super. Und 18 Telefonnummern, ja, die brauchen sie auch, die sind im Paket mit drin, da kostet nochmal extra. Das heißt, du hast für nichts quasi nochmal extra Kosten. Ich bin da nicht so genau informiert, ehrlich gesagt. Also es kann wirklich sein, dass es da wirklich besseren Support gibt und das Problem, was ich hatte ohne Internet, dass das schneller gefixt wäre und so. Tintop, deutsche Glasfaser ist das. Ich hatte vorher 100-100, 100 Download, 100 Upload und jetzt 300-150. Das ist halt schon mega geil, wenn du so ein Steam-Update runterlädst und da kommen irgendwie so 40 MB pro Sekunde an. Duki, was arbeitest du? Ballonfahrer und Unterwäschemodel. Je nach Saison auch Muschelschrubber. Auf den Malediven. Also echt harte Jobs. Nein, natürlich nicht, aber ich scheue mich immer so ein bisschen davor, preiszugeben, wie alt ich bin, was ich so tue, in welcher Nähe ich wohne und so. Hat nichts mit euch zu tun, sondern eher mit mir, weil es bleibt ja alles dauerhaft im Internet. Die Videos, die ich vor 5 Jahren hochgeladen habe, sind immer noch im Internet. Stell dir mal vor, da erzählst du irgendwelche privaten Geschichten. Sagst, du wohnst in Emskirchen und auf einmal stehen Leute bei dir vor der Tür, bei deinem Posterverkauf. Da habe ich gar keine Lust drauf. Ah, das gibt's doch nicht! Das gibt's doch nicht! Wieso habe ich den eh nicht gefangen? Ich wollte mich gerade darüber lustig machen, wie der Jan hier abfliegt oder wer es auch war.
Scheiße, können wir neu starten, bitte? Platz 10, ach Mist, ey. Aber immerhin noch vor Frank Murphy. Naja, ich habe auf jeden Fall auch langjährige Community-Mitglieder, Formel LMS zum Beispiel, haben wir auf der Gamescom getroffen, haben auch ganz normal gequasselt, da habe ich ihm auch gesagt, weil ich beruflich arbeite, wie alt ich bin und so, wo ich herkomme. Das ist für mich dann eine ganz andere Ebene. Wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenübersteht, ne, da habe ich auch gar nicht so diese Barriere. Aber wenn ich das jetzt so ins Internet rausposaune, potenziell kann da jeder Hans und Franz, jeder Vollidiot, jeder ungünstige Mensch, nicht ungünstig, sondern wie heißt es, ungönnerhafte Mensch, geht hier auf den Kanal, spult zufällig an die richtige Stelle und hört diese Daten dann einfach. Ich würde euch das gerne erzählen, aber den halt eben nicht. Und deswegen halte ich mich dann lieber bedeckt. Vor allen Dingen auch, weil es euch ja auch in dem Sinne nichts bringt, wenn ihr das wisst, ne? Besser für dich behalten, man weiß nicht, wer zuschaut. So sieht's halt eben aus. So denke ich das auch. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, dass kein Idiot hier zuschaut, der das irgendwie ausnutzt oder keine Ahnung, was man da so alles mit anstellen kann mit diversen Daten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr groß, aber ich will einfach das Risiko komplett minimieren und rausnehmen einfach. Ja, da ist so der Grund dahinter. Deswegen sage ich immer, ich bin Ballonfahrer, Unterwäschemodel und Muschelschrubber. Was natürlich der kompletten Wahrheit entspricht. Ich würde euch niemals anlügen, Leute. Niemals. Es geht uns auch in diesem Sinne gar nichts was an. Ja, ist am Ende des Tages wirklich so. Aber wenn du das dann sagst, dann wirst du nachher noch als arrogant abgestempelt. Oh, wir Zuschauer sind ihm ja voll egal. Der traut uns ja nicht mal das und das Wissen zu und so. Darum geht's überhaupt nicht. Darum geht's überhaupt nicht. Bestes Beispiel ist Drachenlord. Ich finde das so schlimm, was bei Drachenlord passiert. Egal wie er sich verhält und was er für Scheiße baut, ne? Mag alles seinen Grund haben, aber was da bei dem passiert, ich finde das so schrecklich. Dieses Internetgemobbe, dieses persönliche Gemobbe, dieses. Er kann sich wahrscheinlich nicht mal irgendwo eine andere Wohnung nehmen, ohne da auch belästigt zu werden und so. Das finde ich so, so schrecklich, dass ich da auch gar nicht weiter auf dieses Thema von ihm eingehen möchte und das erst recht nicht vor der eigenen Haustür haben möchte. Wer ist Drachenlord? Guck dir nicht an. Du kriegst Depressionen, wenn er das siehst. Guck dir nicht an. Egal von welcher Seite man das sieht. Positiv oder negativ ihm gegenübergestellt. Das ist absolut traurig. Ja, das denke ich, das sehen auch die meisten so, dass sie halt hier zugucken und den Content gucken, weil es ja eben auch ein bisschen um den Content geht. Und ein bisschen witzig, Unterhaltung am Ende des Tages, wenn du Feierabend hast. Haha, der Duke jetzt wieder rausgeredet, letzte Runde, so ein Idiot. So, da kann man sich unterhalten, dann macht er wieder aus und ist alles gut. Aber es gibt da halt bestimmt auch manche Leute, die das wirklich dann wissen wollen. Wieso sagt er nicht, wo der arbeitet? Wieso sagt er denn nicht, wie viele Stunden und wie viel Geld er verdient? Und ab dem Punkt wird es für mich dann kritisch. Wie gesagt, wenn man sich persönlich sieht auf der Sim-Expo oder so, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen und da lernt man sich kennen, man hat den anderen gegenüber, man kann ihn auch fragen, sag mal, wo arbeitest du denn? Wie viel Geld verdienst du denn überhaupt? Ne? Also, der Rückkanal ist potenziell da und den habe ich bei euch halt einfach nicht. Und das liegt nicht an euch, sondern einfach nur an dem Potenzial, was das Internet so bietet. Das ist hier für jeden frei zugänglich. Und deswegen bin ich da lieber ein bisschen vorsichtiger. Unterhaltung nennt er das. Ja gut, dann ist ja auch wieder eine andere Geschichte. Kann ja auch jeder so sehen, wie er will. Wenn ich mir manchmal so alte Streams anschaue und dann so ein bisschen durchskippe, um zu gucken, ob ich
wie viele Sachen ich falsch gemacht habe, denke ich mir auch, okay, mein Gott, jetzt halt doch mal die Fresse. Ja, also da ist auch von meiner Seite nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, Sonnenschein. Alles nur für die Klicks. So nämlich, weil ein Unterwäsche-modelnder Heißluftballonfahrer zieht natürlich mehr Klicks als ein Elektromechaniker, ist ja klar. Passt auf, Leute, ihr habt noch Reifen hinten dran. Vorsicht, Vorsicht. Ah, ist schon wieder weg. Ne. Willst du noch mal spannend in der letzten Runde? Countdown ist abgelaufen. Boing, boing. Vorsicht! Muschelschrubber, du hast Muschelschrubber vergessen. Ja, ist ja nur saisonal. Man kann ja nicht jedes Jahr, jeden Monat Muschelschrubben. Deswegen fällt das gerne manchmal runter. Ja, aber ich glaube, der Großteil von euch ist vernünftig genug, um zu sehen, was ich damit meine, ohne sich da jetzt auf den Schlips getreten zu fühlen. Wer sich da auf den Schlips getreten fühlt, kann das gerne in den Kommentaren mal irgendwie rauslassen. Dann versuche ich ihm das da nochmal zu erklären. Und ansonsten bin ich vielleicht einfach nicht der richtige Kanal. Das ist ja auch dann der Luxus, den du hast, wenn du nicht darauf angewiesen bist. Du kannst Leuten sagen, gut, dann schau halt einfach nicht zu, wenn dir hier nichts gefällt. Das kann man dann Leuten sagen. Da klingt man vielleicht arrogant. Aber es schadet einem dann ja nicht, weil man eben nicht darauf angewiesen ist. Oh Gott! Ja, da gut. Ja, Platz 9. Ginge besser, aber ich habe wieder zu viel gelabert. Ich weiß. Boah. Das wäre fast der Überschlag gewesen. Ja, geile Karre. Geile Strecke. Geile Community. Teilweise sehr schnell. Und zu schnell für mich. Im Nachhinein hätte ich mich besser konzentrieren sollen, dann wären wir auch besser zurechtgekommen und hätten ein geileres Ergebnis erfahren. Aber manchmal, ihr habt es ja vorhin schon mitgekriegt, hat man halt ein bisschen Quasselwasser getrunken und will so ein paar Sachen einfach loswerden. Ja. So ist das. Aber vielleicht bin ich da auch zu ängstlich und könnte mich wirklich ein bisschen mehr öffnen und so. Kann auch sein. Es gibt ja auch keine Regeln für YouTuber, da kann ja jeder machen, was er will. Naja, vielen lieben Dank an Tim Hallmann, neues Kanalmitglied. Sehr, sehr nice von dir, Dankeschön. Übrigens auch danke an Marshu77, neues Kanalmitglied. Ich habe gestern versehentlich gesagt, dass er die Mitgliedschaft erneuert hat, aber da habe ich dich mit einem anderen User verwechselt, der auch mit MA anfängt, glaube ich. Dankeschön auf jeden Fall, Tim. Sehr nett von dir. Sagte Tante Inge noch, Kopf auf den Oberschenkel legen und man kann das Meer riechen. Oh ja, das rieche ich auch so schon. Wird mal Zeit, hier durchzulüften. Wie lange machst du heute noch? Das war es erstmal für heute. Oh, das war aber knapp. Das war aber richtig knapp. Guckt euch das mal an. Deine Augen sind ja nicht mal die besten, Marshu. Ja, er steht aber auch leider hier nicht in dem Fenster, was ich habe, wo drin steht. Neues Kanalmitglied. Da steht jeder als neues Kanalmitglied drin. Auch wenn der schon 12 Monate irgendwie Mitglied ist. Da gibt es ja auch ein paar Kandidaten. Deswegen, ich habe dich da echt verwechselt. Tut mir leid. Grüße gehen auf jeden Fall raus und vielen Dank. Ich hoffe, das hat dich nicht beleidigt. Komm, Duki, eine Runde geht noch. Nee, also das ist jetzt eh gelaufen. Wenn, dann müssten wir was in einem anderen Multiplayer fahren. Und da ich ja, wie gerade schon gesagt, noch ein Video offen habe, was morgen rauskommen sollte, wenn es denn fertig werden würde, nehme ich da, glaube ich, lieber die Zeit und mache das
Was ist das, wir uns jetzt hier noch irgendwas aus dem Knie herausbrechen? Crimson Eminence hat auf jeden Fall gewonnen mit 6 Sekunden Vorsprung vor Bastian Peißer, dann Staude, Schmidt, Seebauer, Lazarus, Paul. Irgendwo hier hätten wir auch landen können. Ärgert mich ein bisschen, dass wir da so unkonzentriert gefahren. Raccoon, Hauser, immerhin Top 10. Jan, Murphy, Stirul, Phil, Jag, Hax, MRT187, Smartfan, Tom Brandt und Gabby. Vielen lieben Dank auf jeden Fall fürs Mitfahren. Und... ja, wir wissen, Duki ist Wikinger und überfällt alte Omas auf der Straße. Da ich ja Wikinger bin, muss ich mir nicht mal alte Omas raussuchen. Ich kann auch junge Omas nehmen und die überfallen. Gar kein Problem. Da kann ich nix. Hol ich meine Keule raus, mach Uge. Und schon werden mir die Handtaschen entgegengeschmissen. Ich hatte heute echt, ne? Ich war heute noch einkaufen. Und ich habe es irgendwie nur 400-500 Meter zum Supermarkt. Deswegen laufe ich meistens, wenn ich nicht zu viel einzukaufen habe, gehe ich einkaufen. Und es war schon so leicht dunkel. Dann komme ich zurück vom Einkaufen und so 100 Meter vor mir läuft so ein 15-jähriges Mädchen. Und ich habe das Gefühl, auf diesen 400 Metern Weg, die wir uns geteilt haben, hatte sie sich die ganze Zeit umgeguckt und hatte Angst vor mir. Und ich hatte so eine Wollmütze auf, schwarze Jacke, irgendwie normale Jeans und so. Ich kann mir schon vorstellen, dass bei meiner Größe und bei meinem Gewicht ich vielleicht schon so ein bisschen einschüchtern wirke. Aber ich glaube echt, die hatte Angst vor mir. So, und was machst du da? Ich bin komplett unschuldig. Ich will einfach nur nach Hause meine Einkäufe in den Kühlschrank bringen und irgendwie den Stream ankündigen. Und, also ich war kurz davor, die Straßenseite zu wechseln, weil die sich immer so paranoid umgeguckt hat. Und, da weißt du manchmal auch nicht, wie du dich verhalten sollst. Als jemand, der nichts will, nichts Böses. Die war nicht mal mein Typ. Egal. Hätte man dabei sein müssen. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich danke Tim Heilmann, der Pepnase danke ich auch und Unimog-Fahrer für die finanzielle Unterstützung. Weiße Fahne schwenken. Ja, gute Idee. Das könnte vielleicht sein. Clownsnase aufsetzen. Auch gut. Ja, oder so eine Signalleuchte. Nee, aber wahrscheinlich, vielleicht war ich auch zu paranoid und hab gedacht, die guckt sich wie mir um. Vielleicht hat sie aber einfach nur aufs Handy geschaut und, was weiß ich, wie 15-Jährige. Vielleicht war sie nicht mal 15, mir ist scheißegal. Trotzdem mache ich mir dann Gedanken und denke mir, weil man so bedrohlich groß und fett aussieht, dass man vielleicht anderen irgendwie den Tag versaut, weil die Angst vor dir haben oder so. Und dann soll ich mich noch im Internet öffnen für euch. Ich glaube, das hackt. Was erwartet ihr denn? Ihr seid doch auch alle nur 15-jährige Mädchen. So, Leute. Genug gelabert für heute. Was für ein Stream. Nichts zusammengefahren, aber immerhin ein paar Messages rausgehauen hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Wir sehen uns spätestens am Mittwoch, denke ich mal, werden wir wieder livestreamen. Morgen kommt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich das nächste Video. Deswegen abonniert den Kanal. Drückt die YouTube-Glocke, dann wisst ihr direkt Bescheid. Und lasst natürlich hier gerne ein Däumchen nach oben da. Träum gut, sagt der Sven. Ich hoffe, irgendwas Geiles wird wieder dabei rumkommen. Dann erzähle ich das auf jeden Fall. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.